So, herzlich willkommen zurück. Ja, nachdem letzte Folge eine sehr unterhaltungsreiche Folge war, mit Gameplay-Anteilen gegen 0%, würde ich mal sagen, wir machen mal hier jetzt wieder weiter. Ne, für die, die die vorige Folge direkt nach Minute 3 abgeschalten haben, wegen weil Hoffnung verloren und sowas alles. Zusammengefasst. Wir brauchen letztendlich zum Einmalbetreiben des Reaktors Uranklumpen auf Dauer. Beim ersten Mal brauchen wir ein bisschen mehr, weil in den Zentrifugen quasi Reste drinne bleiben, ne? Weil man braucht ja immer zwei und das. Genau. So, wo waren wir gerade? Achso, siehst du, wir wollten hier eigentlich weitermachen. Genau, das heißt, Zusammenfassung, wir brauchen zum einmal durchlaufen eines Kernkraftwerks 57 Klumpen und das hält dann eine Ingame-Woche. Das heißt für uns eigentlich unendlich, weil die Zeit steht ja hier. Ja. Ist das wirklich so? Wäre das denn so? Nee. Das wäre witzig. Ich weiß gar nicht, geht das so? Oder ist es trotzdem einfach immer konstant, dass es halt fest diese 60.000 Sekunden da braucht? Ist ja auch egal. So, du mach da. Komm. Yay, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0%, minus 1%, minus 2%, ist ja gut. Anno. Wir brauchen größere Hosentaschen. Ja? Dass in eine Hosentasche gerade mal 360.000 Tonnen reinpassen, das ist unrealistisch. Da muss viel mehr reinpassen. 360.000? Ne, 3.600 Tonnen. Genau. 36.000 Tonnen wäre ein Träumchen. So, damit wäre der erste Kasten schon mal fertig. Sehr schön. Dann fangen wir am besten gleich mal mit dem nächsten an. So, bei dir sind 1800. Das sollte locker passen. Perfekt. Machen wir hier noch was? Ja, komm, hier nehmen wir auch noch. Das nehmen wir auch noch. Das wird aber fast voll sein. Ah, mal gucken. Ne, das schaffen wir auf jeden Fall nicht. Gut, dann soll das erstmal reichen. Das sieht immer so aus, wenn man hier rauskommt, sieht es immer so aus, wie als wenn da so ein Block, ne, als wenn dieser Block da hier so in der Luft hängen würde. Aber, ne, ist halt nur optische Täuschung. Ja. Ganz schön verwirrend. Diese optischen Täuschungen. Man könnte den fast Täuschungsversuch unterstellen, ne? Ich merke gerade, unsere Rüstung ist ja mittlerweile schon gar schon aufgebraucht. Die ist zur Hälfte runter. Holy shit. Okay. So. Jetzt mal überlegen. Weil wir haben jetzt hier eine ganz andere Anordnung. Von daher müssen wir überlegen, wie wir das Ganze jetzt hier ne, von der Struktur her anordnen quasi. Ich würde erstmal... Ja, irgendwie, wir haben jetzt hier auch 4 in der Höhe. Wir scheffeln das Lager erst einfach mal rüber. Das heißt, wir versuchen die alte Struktur weitestgehend beizubehalten. Was ja eigentlich relativ simpel ist. Ne, wir müssen quasi einfach nur die unten ignorieren und die hier ignorieren. Dann haben wir quasi 2x3. Hier, und das dann halt dreimal, also genauso wie unser Lager quasi aufgebaut ist. Und hier haben wir dann später noch Platz, weitere Sachen hinzuzufügen quasi. Ich glaube mal, so werden wir das behandeln. Da müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen, wie wir das Ganze anordnen. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich mir darüber jetzt den Kopf zerbrechen würde, dann bräuchten wir noch mindestens 2 weitere Wochen. Und das ist nicht hinnehmbar. Nein, nein, nein. So.
Ich höre Wasser, by the way. Ach Gott. Ich meine, Wassergeräusche sind zumindest beruhigend. Aber trotzdem, ne? Andauernd gehen ja Türen auf und zu. Andauernd ist hier Wasser. Ist ja... Digga. Hat schon einen gewissen Flair. Oder so. So. Nächster Durchgang durch. Finde ich voll geil. Echt geil. Siehst du eigentlich, by the way, wenn wir sowieso schon andauernd rumlaufen, dann könnten wir das tatsächlich irgendwann nutzen und hier gleich noch ein bisschen was rum aktiv laufenderweise machen. So. Uff. Die braucht wirklich mehr Strom, als wir haben. Holy shit. Das ist heftig. Okay, dann weiß ich jetzt auch, was Roland D. oder war das Linux Dirk? Also der eine in dem Forum-Thread meinte mit den Batterien aufladen. Ja. Wobei wir, ne, ist ja zum Glück, läuft es so, glaube ich, oder doch, war so, dass wenn die quasi zu wenig Strom haben, die dann halt nicht funktionieren, sondern halt nur langsamer funktionieren, womit ich eigentlich leben kann. Anders als zum Beispiel diese komischen Sägen oder so, die funktionieren ja gar nicht mehr, sobald zu wenig Strom ist, hören die komplett auf zu arbeiten, brauchen aber weiterhin Strom, danke dafür. Aber wie gesagt, bei der Zentrifuge, die funktioniert trotzdem weiterhin. Von daher würde ich es bei denen fast so lassen. Haben wir hier auch wieder Upgrades drin? Wir haben überall Upgrades drin. Holy shit. Ob wir das mit einmal laufen rüberbekommen, ist die Frage. Es sieht noch relativ gut aus. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel Prozent am Anfang drin waren. Ja, das passt nie im Leben. Nein, da bleibt ein kleines bisschen über. Obwohl, wir haben noch zwei freie Taschen. Dann können es vielleicht... Nee. Reicht garantiert gerade so nicht. Obwohl, doch, passt. Ist schon wieder. Eben, wir haben ja zweimal. Also, wir haben die zwei freien Taschen und dann haben wir noch unser Inventar wieder frei. Von daher passt es ja doch. Hab grad vergessen, dass beim Rüberscheffeln in die Taschen ja das hier wieder frei wird. So, wie viel haben wir hier? 560, das passt ja locker. Gut, dann haben wir die nächsten Dinger fertig. Ein bisschen passt noch rein. Okay. Ne, so effektiv wie möglich arbeiten, damit wir so effektiv wie möglich arbeiten. Ja. Immer schön, wenn man Sachen mit sich selbst begründen kann. Ich bin schlau, weil ich nicht dumm bin. Gibt's ja auch wirklich diese Sache, ist ja so eine, naja, ich weiß nicht, ob man das, also eine Argumentationskette, die quasi falsch ist, wenn man Sachen mit der Sache selber begründet, indem man die Sache selber umformuliert. Mir fällt gerade kein sinnvolles Beispiel ein. Aber ich glaube, ein einfaches Beispiel ist, ich sag immer die Wahrheit, weil ich noch nie gelogen habe. Ja. Ne? Ist zweimal genau das gleiche. Heißt also, die Aussage wurde mit sich selbst begründet. Was in dem Moment keine zulässige Argumentationskette ist. Ich glaube, darüber hat doch MyLab mal ein Video gemacht. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nur nicht, wie es heißt. Das heißt, da müsste man nachsuchen. Aber MyLab... Ich glaube, MyLab habe ich auch schon mehrmals empfohlen hier, ne? MyLab ist eine YouTuberin, die sich halt eigentlich eher so mit chemischen und biologischen Sachen auseinandersetzt.
aber halt auch so psychologische Sachen ab und zu mal anspricht. Unter anderem halt auch mit dem Problem der vollen Kisten. Danke dafür. Mit dem Problem vielleicht halt von Argumentationsketten oder sowas. Und in dem Zusammenhang hat sie es, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Kann auch sein, dass ich es irgendwo anders gelesen habe, aber ich glaube, ich habe es von ihr. Ich sehe auch noch was drin. Hier ist auch Kies drin. Ist ja alles drin. Ja, wie gesagt, die Kiste werden wir dann später ausräumen, sobald wir das Lager umgeräumt haben, damit wir wissen, was so reinkommt. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Ich wollte Upgrades, genau. 1, 2. Ich glaube, ich bleibe auch erstmal bei den 2 Upgrades pro Kiste. Wie gesagt, wir machen erstmal alles 1 zu 1 genauso gleich, wie es vorher war. Ich glaube mal, damit kommen wir am besten voran. Okay, erstmal die Upgrades reinpacken. Macht vielleicht Sinn. Perfekt. So. Oh, die Kiste ist auch voll. Nee, ist sie nicht. Hä? Ach nee. Okay. Ich dachte gerade, wir haben das Kies noch in der Hand gehabt, weil das damit reingepasst hat. Aber nee, wir haben das Kies gerade erst rausgeholt gehabt. Oh mein Gott, die Batterien. Nein, sie sterben. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Wobei die schon fast fertig sind. Sehr schön. Das heißt also, die Batterien reichen zumindest für einen kompletten Durchgang. Also vom, für einen kompletten Stack. Quasi. Was nicht schlecht ist. Und ja, apropos Stacks, ich weiß, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang vergessen. Einfach weil ich persönlich das so von meinem Test gewohnt bin. Dass wenn ich halt Uran, sag ich schon. Wenn ich halt Erze habe, die man abbaut, also diese Lamps, dass man dann quasi die erstmal grindet. Weil die dann halt doppelt so viel rausgeben. Das weiß ich mittlerweile, ja. Aber ich werde halt, wenn es soweit ist, immer, wenn ich immer da vorstehe und das denn einschmelzen möchte, werde ich das Problem haben, dass ich daran trotzdem nie denken werde, weil ich es halt nicht gewohnt bin. Einfach aufgrund dessen, ich habe es halt anders kennengelernt. So, damit sind die fertig, da kann ich auch mal die ganzen Upgrades rausklauen. Hallo? Ach man, ich will immer Shift klicken, das funktioniert bei den Dingern aber immer nicht. Das ist so verstörend. Hä? Mami, habe ich schon wieder ein Pointing-Problem oder was? Nö, eigentlich alles super. Aber wenn ich so stehe, guck mal, da wird die Frame angezeigt, obwohl ich eigentlich noch auf den Rahmen zeige. Sehr suspekt. Super, kann ich ja gleich direkt wieder hier einen Bug-Report senden an meinen Test. Sehr schön. In Klammern nicht. Ah Gott, Alter, die hat eine Upgrade, müssen wir auch nochmal eine Ehrenrunde laufen, weil man die halt nicht stacken kann. Ach, ist das scheiße. Nein, ich ver... Danke. Ach, was ist denn hier los? Mal, habe ich wirklich ein Pointing-Problem gerade hier? Schon wieder... Nö. Bei normalen Kanten funktioniert es wunderbar. Ja, das funktioniert wunderbar. Ist nur über diesen komischen Dorwan. Kann natürlich sein, dass der Setbuffer ein bisschen rumspackt. Setbuffer ist zum Anzeigen. Also hier. Dieses Raycasting. Raytracing. Das, womit das Spiel quasi berechnet. Auf welchem Punkt zeigt gerade mein Cursor? Ne? Dass der irgendwie nicht damit klarkommt, dass das hier gerade mal ein Block runter geht und der irgendwie quasi denkt, dass die Ebene hier, ne, da hier halt. Unschärfe Relativitätstheorie. Was laber ich immer für Müll? Ja. Ich sollte einfach Stern gehen. Achso, erstmal 33%. Nö, da kommst du doch raus. Upp. Oder auch nicht. Ach ja, ich bin noch bescheuert. Eben 33%. Ich hab grad. Ja. Und jetzt verbinden, bitte. Gut, der Server muss jetzt erstmal wieder starten. Kann also noch ein bisschen dauern. Eben bei 33%. Da. Ich dachte gerade, dass das Upgrade das die Kapazität verdoppelt. Das heißt, wenn ich das rausnehme, müsste es von 33% auf
60% anspringen, aber ist ja ein 8-fach-Upgrade gewesen und kein 2-fach-Upgrade. Ja, wenn Dummheit wehtut. Also, nicht mir, aber dem Server. Der hat gerade Aua geschrien. Na komm, start durch. Zum Glück war gerade kein anderer on. Gott, dass der Kreativste immer so lange zum Starten braucht, ey, ist ja. So, online. Sehr schön. Ich meine, es geht noch, ne? Ist schneller als ein Windows-Rechner. Ja, solange das der Fall ist, bin ich glücklich. Aber verglichen mit anderen Servern, die halt einfach innerhalb von 3 Sekunden durchstarten, ist das halt immer noch sehr lange. Ja. So, wo war das jetzt gerade? Da war das gerade. Okay, das Upgrade ist tatsächlich raus. Okay, das Upgrade ist raus. Trotzdem hat er noch die Originalkapazität jetzt. Also mit Upgrade. Das klingt vielversprechend. Nein, mal da. Okay, scheinbar hat er einfach quasi nur nicht registriert, also quasi den Maximalstand neu berechnet, weil er da bei den quasi abgestürzt ist. Beziehungsweise bei dem Versuch darauf zu reagieren. Was haben wir denn jetzt hier? Warum fehlen hier 4? Mami? Nein, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte. Ich sterbe gleich. Hier wollte ich drauf. Warum haben wir hier. Warum fehlen hier 4? Was habe ich getan? Was zur Hölle habe ich getan? Oh mein Gott, wir werden alle sterben jetzt. Okay, erstmal alles rausholen. Danach baue ich den Dwarf am besten ab und baue den dann nochmal neu hin. Irgendwas habe ich jetzt gerade kaputt gemacht. Ja, zu Risiken und Leben. Oh, scheiße. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und versuchen Sie nichts kaputt zu machen. Soll helfen. Alter, ist ja alles noch drin. Was? Fick die Henne. Okay, wir gehen das mal ins Lager. Ja. Sehr schön. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Umsiedeln unseres Inhaltes von Lager 1 in Lager 2 solche Probleme hervorruft. Ich hatte eigentlich gedacht, das dauert zwar lange, wird aber ein Spaziergang. Aber nein, ich schaffe es, alles ein Problem zu machen. Nee. Mein armer Amateur. Der hat sowas für mich gar nicht verdient. So, Sand kam. Das muss man sowieso. Ja, eben, jetzt bin ich hier so komplett durcheinander. Die Sachen kommen ja zuerst. Das und das und das. Du kamst da rein. Du kamst da rein, du kamst da rein und hier kam nämlich jetzt der Sand rein. So war das. Das heißt, genau, du kommst nochmal da rein. Da, so und so. Sehr schön, jetzt ist das hier wieder leer. Perfekt. Die ersten Upgrades. Gott. So. Der Sand hier, Alter, ist ja... Ich klaue mir am besten nochmal hier ein paar Upgrades direkt. Ich bin ja gerade am überlegen, ob ich einfach in alle Dwarver jeweils 2 Upgrades reinklatsche, aber das würde halt so unendlich lange dauern. Vor allen Dingen müsste ich dann auch erstmal für jedes 2 Upgrades machen. Ich meine, alleine vom Kostenpunkt, das würde halt wieder super teuer werden, holzmäßig. Ich meine, das ist nur halb so teuer, wie die Dwarver selbst zu bauen. Weil die kosten zwar mehr, ne, eigentlich gar nicht. Die kosten genauso viel wie ein Dwarver. Wie war das?
Genau, doch für 4 Upgrades brauchst du einen Dwarver. Ach ja, klar, doch, okay, nee, eben. Wir brauchen trotzdem halb so viel und nicht ein Viertel so viel, weil wir pro Kiste 2 Upgrades reinklatschen. Jetzt habe ich gerade bei meinem eigenen Gedankengang nicht mal durchgeblickt. Sehr schön. Das ist der erste Schritt in die Klapsmühle. So, nächstes. Ich glaube, ich mache bis zum Winter erstmal Sommerpause. Das ist aus Eigenschutzinstinkt kann ich es nur auf Wetter schieben. Powered by, eigentlich bin ich ja nicht so dumm. So. Haben wir alles weg. Taschen sind alle leer. Sehr schnell, fast leer. Aber was ich hiermit mache, muss ich mal gucken. Ich klatsche die vielleicht ein bisschen mal hier rein. Da stören sie weniger. So, ein Upgrade können wir gleich mal irgendwo reinklatschen. Ne, bei Sand. Oder Sand war es das? Ah, ne, da habe ich schon. Was könnte noch ein Upgrade vertragen? Na, ich lasse sie erstmal. Hast du jetzt schon Upgrades? Ja, du hast auch schon Upgrades. Okay, dann lassen wir den einen. Packen den mal nach hinten. Da. Stört am wenigsten. Da gucken wir mal, welche Dwarver noch Upgrades haben. Damit wir mal ein paar Upgrades loswerden. Holy shit, Alter. Ich hatte echt gedacht, dass wir das jetzt innerhalb dieser Woche hier schaffen, aber ich meine, wir haben ein Viertel vielleicht von Gelager übergeschäffelt. Na gut, andererseits haben wir auch erstmal, wir haben jetzt eine Folge lang nur rumgeschwafelt. Die ersten Folgen haben wir noch die Bäume abgefällt und die Dwarver gebaut. Von daher waren es ja gerade mal jetzt ungefähr 3 Folgen Maximum, nicht mal. So, genau, du einmal abbauen. So, die Upgrades sind auch alle raus. Ja, dann wirst du immer komplett abgebaut. Weil, ganz ehrlich, du bist mir nicht ganz knorke. Nein. Nein, danke. Und jetzt wieder hinbauen. Dankeschön. So, ich hoffe, jetzt funktioniert es noch wieder komplett. Ja, funktioniert wieder komplett. Sehr schön. Sehr gut. Ich meine, ich hätte auch probieren können, es quasi damit zu fixen, dass ich da wieder ein Upgrade reinklatsche und wieder rausnehme, weil damit erzwinge ich ja quasi ein Status-Update. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache es komplett resetten, indem ich das Ding einfach komplett abbaue. Das ist immer die sicherste Variante. So, warum ist hier eigentlich noch Sand drin? Wait a minute. 9:27, dann mache ich mal die ersten beiden frei, damit ich hier von der Ordnung her nicht durcheinander komme. Dann kommst du nämlich da rein und du nämlich da rein. So, dann erstmal ein bisschen Sand hier loswerden. Dann machen wir das Ganze nämlich mal richtig übersichtlich. Dann nehme ich nämlich von jedem Block immer erstmal einen Block mit, damit es quasi in meinem Inventar unten in der Reihenfolge drin ist, wie es dann auch später in das Ziel rein soll. Ah ja, Sand haben wir mittlerweile auch schon ganz schön viel, ne? Also ich glaube, draußen wird gerade ein Kleinkind vergewaltigt. Klingt zumindest so. Oder zumindest vernachlässigt. Oder es hat einfach nur kein Lolli bekommen. Das kann natürlich auch sein. So, ein Viertel des Lagers haben wir mittlerweile abgebaut. Zugegebenermaßen auch das Schwerste. Bin ich heil froh, dass wir das jetzt schon mal geschafft haben. Ach mal, ich will doch einfach nur hier. Oh. Genau, hier haben wir alles schon abgenommen, die ganzen Upgrades. Hier haben wir auch schon alle abgebaut. So, und hier waren wir stehen geblieben, weil da nämlich der Server abgestürzt ist. Ich weiß gar nicht warum. Nein. Okay, hier ist auch kein Upgrade drin. Hier ist ein Upgrade drin.
Hier ist keins drin und die machen wir dann später. Sehr schön. Gut, dann mache ich danach erstmal Vollenpause. Die restlichen 3/4 des Lagers, wenn nichts schief geht, schaffen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Zur Not kann durchaus sein, dass wir durchaus noch eine Folge der nächsten Woche dann brauchen dafür. Aber es sieht soweit schon mal relativ gut aus. Kann wie gesagt sein, bei dem ganzen Zeug von der aus der Farming-Reihe, also quasi die rechte Seite, da hatte ich ja auch noch ein paar, wo sehr viel drin ist. Bei dem Getreide zum Beispiel. Oder auch bei den ganzen Blaubeeren und sowas, da haben wir auch eine ganze Menge. So. Warum ist hier Sand? Warum ist hier Marmor? Wait a minute. Kann es sein, dass die beide nach da gehören, die beide nach oben gehören, die beide nach da gehören und die beide nach hier gehören? Und ich mich jetzt gerade vor Dummheit selbst in den Arsch beißen möchte? Kann das sein? Dann hat es nämlich bisher nur deswegen gepasst, weil hier rein zufällig frei war, weil ich die beide, nämlich die ich gerade in der Hand habe, hier vergessen habe. Quasi Unglück im Unglück, wenn du so möchtest. Weil mir durch den zweiten Fehler, der erste Fehler, nicht aufgefallen ist. Sehr schön. Finde ich scheiße. Kommt die erstmal nach da. Dann mache ich hier erstmal weiter. So, und dann heißt es jetzt hier alles Stück für Stück umscheffeln. Das ist ja zum Glück nicht so schwer, da ich da meine Backpacks nicht brauche. Muss ich mal ganz kurz gucken, passt es denn mit den Upgrades überhaupt? Aha, passt nämlich nicht. Da muss ich erstmal Upgrades reinschieben. So, hier waren ja keine Upgrades drin, genau. Sehr schön. Das ist ja wieder typisch, Alter. Das war wieder typisch, Ronny, hier. Er ist wieder... Ebenfalls macht das auch voll Sinn. Weil eben, hier war nämlich alles, was so Gestein und Geröll und so ist. Und hier ist ja alles, was so quasi besonderes Gestein ist, wie halt eben. Ne? Das Zeug ist ja alles eher so Edelgestein, wenn man das so nennen kann. Oder wie auch immer man Granit sonst nennt. Ne? Und das gehört ja quasi auch noch mit dazu. Marmor ist ja quasi auch hier Art. Ne? Von daher passt es auch von der Ordnung her so überhaupt gar nicht mehr. Aber gut. Es ist uns zum Glück noch aufgefallen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze noch relativ einfach zu fixen ist. Von daher. So, die Upgrades können jetzt hier dann natürlich wieder raus. Das ist natürlich Schwachsinn. Hier waren keine drinne, soweit ich weiß. Nö. Die Kisten waren ja alle nicht so voll. War ja bloß Erde, also ne, hier Erde und Cobblestone, wo wir so massig von haben. Dass man fast denken könnte, wir wollen in den Krieg ziehen. Ja. So, denn du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, und du nach da. Fertig. Können wir dich nach da und dich nach da. Perfekt. Siehst du, so schnell kann man das Ganze fixen. Easy. Yeah. Finde ich voll geil. Okay, da würde ich mal sagen, Klappe. Da würde ich mal sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Ich darf aber nicht vergessen, in der nächsten Folge wieder meine Backpacks zu lernen. Sonst rennen wir wieder mit vollen Backpacks da hinten hin. Das wäre zwar typisch, aber trotzdem blöd. Von daher, bis dann.